Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei seinen Vermittlungsbemühungen in Nahost hat der amerikanische Sondergesandte Zinni trotz neuer Zwischenfälle erste Fortschritte erzielt. Nach längerer Pause sollen die Sicherheitsgespräche zwischen Israelis und Palästinensern unter Beteiligung der USA bereits am Wochenende wieder aufgenommen werden. Das teilte Zinni heute nach Treffen mit Regierungschef Sharon und Präsident Arafat mit. Am Abend des ersten Tages seiner Pendeldiplomatie konnte der US-Gesandte Zinni einen ersten Teilerfolg melden. Ich habe keine Illusionen, dass der Weg schwer ist, aber wir müssen den ersten Schritt tun. Arafat hat schon erwähnt, dass wir die dreiseitigen Sicherheitsgespräche wieder aufnehmen werden. Unter Zinnis Leitung wird die israelisch-palästinensische Sicherheitskommission am kommenden Sonntag erstmals wieder zusammentreten. Zinni forderte Arafat bei den Gesprächen nachdrücklich auf, die Maßnahmen gegen extremistische Gewalttäter konsequent fortzusetzen. Zuvor hatte Zinni den israelischen Ministerpräsidenten Sharon aufgefordert, den Tenet-Plan sofort umzusetzen und die derzeitige Ruhe für den Einstieg in einen dauerhaften Waffenstillstand zu nutzen. In einer sechswöchigen Phase sollen beide Konfliktparteien die Gewalt eindämmen. Die Autonomiebehörde müsste zahlreiche namentlich bekannte Extremisten verhaften. Die israelische Armee müsste im Gegenzug aus den Autonomiegebieten abziehen sowie Blockaden und Straßensperren aufheben. Der Generalstabschef der israelischen Armee teilte heute mit, die israelische Marine habe gestern im Roten Meer ein Schiff aufgebracht, das mit 50 Tonnen Waffen und Sprengstoff beladen war, die in die Gebiete der Palästinenserverwaltung geschmuggelt werden sollten. Die Autonomiebehörde wies das als israelische Propaganda zurück, sie habe mit dem Schiff nichts zu tun. Ungeachtet der Gespräche gingen die Razzien der israelischen Armee in den Autonomiegebieten weiter. Am Morgen rückten Panzer in ein palästinensisches Dorf bei Nablus ein. Bei der Suche nach militanten Extremisten kam es zu einem Schusswechsel, bei dem ein Hamas-Mitglied getötet wurde. Auch kurz vor Beginn des Südasien-Gipfels in Nepal gibt es zwischen Indien und Pakistan keine Anzeichen einer Annäherung. Indiens Regierungschef Vajpayee lehnt es weiter ab, sich am Rande des Gipfels mit dem pakistanischen Militärmachthaber Musharraf zu treffen. Der indische Außenamtssprecher betonte jedoch, die Tür zu einem Dialog sei noch nicht versperrt. Der pakistanische Präsident kam spät nach Kathmandu. Dichter Nebel hatte die Landung verzögert. Vor dem Abflug aus Pakistan hatte Musharraf noch einmal sein Angebot zu einem Zweiertreffen mit dem indischen Premierminister erneuert. Aber zu Gesprächen, so betonte er vor der Presse am Flughafen von Kathmandu, gehören eben zwei Seiten. Ich werde sicher all die anderen Staatschefs aus Südasien hier treffen, aber ob ich auch den indischen Premierminister treffen werde, das steht noch in den Sternen. Indiens Premier Vajpayee hat ein Treffen mit Musharraf am Rande der SAARC-Konferenz in Kathmandu bisher abgelehnt. Generell aber denkt auch Indien inzwischen über Gespräche nach. Unterdessen bereiten sich indische Soldaten entlang der Grenze zu Pakistan weiter auf den Kriegsfall vor. Beide Länder haben im Grenzgebiet massiv Truppen stationiert. Am Abend erreichte der britische Premierminister Tony Blair Indien. Blair will zuerst mit dem indischen Premierminister sprechen und in der nächsten Woche nach Pakistan weiterfliegen, um beide Staaten zur Zurückhaltung und zum friedlichen Dialog zu drängen. Russland geht in der abtrünnigen Kaukasusrepublik Tschetschenien offenbar verstärkt gegen die Rebellen vor. Die Armee berichtete von Spezialoperationen, bei denen seit Ende Dezember mehr als 100 Aufständische getötet worden seien. Unter den Toten seien mehrere Kommandeure und arabische Söldner. Die eigenen Verluste wurden mit 2 Gefallenen angegeben. Die ersten Bundeswehrsoldaten starten möglicherweise schon am Montag zum Einsatz in der internationalen Friedenstruppe für Afghanistan. Die endgültige Entscheidung darüber soll am Wochenende fallen, nachdem das Verteidigungsministerium den Bericht der Erkundungsoffiziere erhalten hat. Bei der Marine laufen unterdessen die Vorbereitungen für den Einsatz im Kampf gegen den Terror weiter. Diese Schnellboote werden mit Transportschiffen in den Indischen Ozean gebracht. Dort sollen sie die Seewege sichern. In knapp 3 Wochen haben alle deutschen Schiffe ihr Einsatzgebiet am Horn von Afrika erreicht. Dann sind 1.800 Marinesoldaten im Antiterroreinsatz. Auch das Erkundungsteam der UN-Friedenstruppe für Afghanistan hat seine Arbeit inzwischen abgeschlossen. Nun soll das gut 200 Mann starke Vorauskommando bald folgen. Allerdings haben die Militärs noch Schwierigkeiten, Afghanistan anzufliegen. Das muss auch wiederum mit allen anderen Nationen koordiniert werden, weil alle Nationen ja jetzt ihre Erkundungsleute dabei hatten. Und nun muss koordiniert werden, wer wann wo landen kann. Und dieses ist leider im Moment noch sehr eingeschränkt. Und wir hoffen, dass unser Erkundungsteam Vorschläge macht,
wie die Landemöglichkeiten verbessert werden können. In Kabul Quartiere zu finden, ist nicht schwierig, schätzen die Militärs. Allerdings muss der meiste Nachschub mit dem Flugzeug hierher gebracht werden. Versorgungseinrichtungen gäbe es in Afghanistan kaum noch. Entsprechende Flüge mit Menschen und Material könnte die Bundeswehr unverzüglich aufnehmen. Wir haben diese Lufttransportkapazität. Sie ist ein Mix aus zusammengekauft und aus Hilfestellung befreundeter Nationen. Da gibt es kein Problem. Da wären wir sofort abmarschbereit. Die Militärs wollen hier nun möglichst schnell mit dem UN-Friedenseinsatz beginnen. Möglicherweise startet die Bundeswehr schon am kommenden Montag. Mazedonische Zöllner haben im Wagen eines deutschen Militärbischofs D-Mark-Scheine im Wert von 400.000 Mark beschlagnahmt. Der Geistliche war in einem Fahrzeug des deutschen KFOR-Kontingents von einem Truppenbesuch im Kosovo auf dem Weg nach Skopje. Die Polizei will jetzt die Herkunft des Geldes prüfen. Dazu jetzt direkt aus Berlin Robin Lautenbach. Das Bundesverteidigungsministerium hat bestätigt, dass es sich bei dem Bischof um den Bischof von Eichstätt, Walter Mixer, handelt, der im Auftrag der deutschen Bischofskonferenz 3 Tage lang den Balkan und die deutschen Truppen dort besucht habe. Der Vorfall bei der Ausreise hat sich am letzten Sonntag offenbar ereignet. Das Verteidigungsministerium legt Wert darauf, dass der Militärbischof im Auftrag der Bischofskonferenz und nicht dem Verteidigungsministerium unterstehend dort gewesen ist. Und wir haben soeben auch vom deutschen Botschafter in Skopje gehört, der sich für den Militärbischof gegenüber der dortigen Polizei eingesetzt hat. Offenbar habe Bischof Mixer gutgläubig das Geld nach Deutschland transportieren wollen im Auftrage der katholischen Diözese Mazedoniens, um das Geld dann in Deutschland anzulegen, und war sich offenbar nicht bewusst, welche Konsequenzen dies haben würde. Soweit also der Stand der Dinge heute. Damit zurück nach Hamburg. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen zur Spendenpraxis der CSU haben die Generalsekretäre von CDU und CSU, Mayer und Goppel, der SPD eine Schmutzkampagne vorgeworfen. Bundestagspräsident Thierse warfen sie vor, parteiisch zu sein. Es sei unverständlich, warum Thierse für die Überprüfung der Vorwürfe so lange brauche. Dagegen nahm Bundestagsvizepräsident Solms von der FDP Thierse in Schutz. Thierse sei verpflichtet, die Vorwürfe zu überprüfen. Er habe da überhaupt keinen Ermessensspielraum. In dem Streit geht es um die frühere Praxis der CSU, mit Spendenquittungen für bestimmte Abonnements der Parteizeitung staatliche Zuschüsse zu bekommen. Der umstrittene Umgang des Bundesarbeitsministeriums mit EU-Fördermitteln soll nun vom Bundesrechnungshof überprüft werden. Das kündigte ein Sprecher von Arbeitsminister Riester heute an. Die Union forderte den Ressortchef auf, wegen der Vorfälle zurückzutreten. Das Arbeitsministerium hatte einen millionenschweren Auftrag zur Umsetzung eines EU-Beschäftigungsprogramms vergeben, ohne dies vorher öffentlich auszuschreiben. Für die Opposition eine gute Gelegenheit, zum Angriff überzugehen. Der Arbeitsminister soll gerade stehen für die dubiosen Vorgänge in seinem Haus. Hier gilt es also zu klären, inwieweit der Minister selbst die Verantwortung trägt und damit dann auch seinen Hut nehmen muss, dass mehrere hundert Millionen Euro EU-Beschäftigungsprogramme verloren gehen, weil es bei der Auftragsvergabe ganz offensichtlich zu Mauscheleien gekommen ist. Was ist passiert? Das Arbeitsministerium hat an die Bonner Firma EFP einen millionenschweren Auftrag zur Umsetzung des EU-Beschäftigungsprogramms Equal vergeben. Und das ohne öffentliche Ausschreibung. Der dafür zuständige Referatsleiter im Ministerium soll mit der Geschäftsführerin bekannt gewesen sein. Als die Sache öffentlich wurde, handelte Riester schnell. Er kündigte die Verträge, 3 seiner Mitarbeiter wurden von ihren Funktionen entbunden, gegen einen von ihnen läuft ein Disziplinarverfahren. Riester selbst trifft keine Schuld, sagt sein Sprecher. Der Minister habe eine unkorrekte Vorlage bekommen. Ich habe gesagt, dass solche Entscheidungsvorlagen Routinefälle sind. In diesem Fall ging es darum, dass eine Entscheidungsvorlage a. fehlerhaft und b. unvollständig war. Die EU-Fördermittel sind laut Ministerium nicht gefährdet. Trotzdem ist die Angelegenheit nicht ausgestanden. Am 23. Januar soll Riester dem Haushaltsausschuss Rede und Antwort stehen. Der Euro verdrängt die D-Mark schneller als erwartet aus den Portemonnaies. Am 4. Tag der Währungsumstellung ist das neue Geld nach Angaben des Handels bereits zum wichtigsten Zahlungsmittel geworden. Im Umgang mit dem Euro gäbe es bislang wenig Probleme. Eine Arthritis-Erkrankung des ersten Klonschafs Dolly hat eine neue Diskussion über die Risiken des Klonens ausgelöst. Bei Menschen tritt die Gelenkentzündung überwiegend erst im hohen Alter auf.
Dolly dagegen hat mit 5 Jahren noch nicht einmal die Hälfte ihrer Lebenserwartung erreicht. Bei Wissenschaftlern wirft dies die Frage auf, ob geklonte Lebewesen schneller altern. Dolly, der welterstes geklontes Säugetier, wieder im Blitzlichtgewitter. Im schottischen Roslin-Institut war heute zu sehen, dass sich die noch junge Dolly wie eine alte Dame bewegt. Sie hat Arthritis im linken Hinterbein. Ob die Alterskrankheit am Klonen liegt, lässt sich weder feststellen noch ausschließen. Das Verfahren sei eben unausgereift, sagen ihre Schöpfer. Es ist sehr wichtig, dass alle Forschergruppen, also nicht nur unsere, die Tiere klonen, jetzt zusammenarbeiten und berichten, was sie an diesen Tieren beobachten. Bislang schien sich Dolly normal zu entwickeln. Sie gebar bereits 6 Lämmer. Doch ihre Arthritis erschüttert das Vertrauen in die Klontechnologie und wirft alle möglichen Fragen auf. Zum Beispiel, wie alt ist Dolly wirklich? Die Euterzelle, aus der das Schaf geklont wurde, stammte von einem 6 Jahre alten toten Tier. Müssen die Jahre dazu addiert werden? Ist Dolly nicht nur 5,5, sondern schon beachtliche 11? Die Dolly-Forscher hegten seit längerem den Verdacht, dass ihr Vorzeigeschaf frühzeitig altert. Andere geklonte Tiere weisen bereits genetische Defekte auf, diese Mäuse etwa. Tierschützer in Großbritannien verlangen, sofort sämtliche Experimente dieser Art einzustellen. Die meisten Tiere, die leiden, weil sie geklont wurden, bekommen wir nie zu sehen. Die Hälfte stirbt früh und einen elenden Tod in den Laboren dieser Welt. Geklonte Ferkel, die als mögliche Organspender für Menschen gelten. Erst Mittwoch von der britischen Firma vorgestellt, die Forschungsergebnisse des Dolly-Teams vermarktet. Die Ferkel ließen die Aktie der Firma steigen. Dollys Arthritis führte heute zum Kurseinbruch. Auch knapp 2 Wochen nach dem Ausbruch der Buschbrände in Australien ist keine Entspannung in Sicht. Nach New South Wales drohen die Flammen nun auf den Bundesstaat Victoria überzugreifen. Unterdessen kündigten die Behörden härtere Strafen für Brandstifter an. Das Monster schläft nicht. In der vergangenen Nacht schlugen die gewaltigen Buschbrände an 2 Stellen plötzlich zu, im Westen von Sydney und im Süden. Voller Angst sahen sich letzte Nacht die Bewohner mehrerer Ortschaften an der Südküste vom Brand umzingelt. Häuser gingen in Flammen auf. Seit Weihnachten sind 170 Gebäude verbrannt. Und in den blauen Bergen im Westen drohte der gigantische Buschbrand trotz etwas gesunkener Temperaturen weiter auf bewohntes Gebiet vorzudringen. Mit einem Riesenaufwand an Menschen und Material versucht der betroffene Bundesstaat Australiens, die Häuser seiner Bürger zu schützen. Der größte Teil der Feuer hier waren heute gezielt gelegte Gegenbrände, um dem großen Brand die Nahrung zu nehmen, wenn er in besiedelte Gebiete vordringt. Um zu verhindern, dass diese Feuer selbst außer Kontrolle geraten, sind Hubschrauber im Dauereinsatz. Während die Feuerwehr jetzt vorsorgliche Brände legt, fragen hier mehr und mehr Bürger, warum das nicht schon viel früher geschehen ist. Es gehört, so hört man hier immer wieder, einfach zur Natur des australischen Busches, dass sein Boden von Zeit zu Zeit mit Feuer gesäubert wird. Hier aber ist das seit vielen Jahren nicht geschehen. Es war sogar ausdrücklich untersagt. Inzwischen gibt es mehr und mehr Kritik an der Regierung. Warum, so wird gefragt, wird nicht mehr für die Vorbeugung getan? Warum werden so lächerlich geringe Summen für entsprechende Forschungen ausgegeben? Und warum gibt es keine verbindliche nationale Strategie gegen Buschbrände? Damit ist auch eine politische Debatte entbrannt. Schnee über der Akropolis zum ersten Mal seit 10 Jahren. Teilweise fielen in der griechischen Hauptstadt bis zu 40 Zentimeter. Die Behörden des Landes forderten die Autofahrer deshalb auf, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen. An den Schulen fiel der Unterricht aus.